Nächste Rednerin, Frau Abgeordnete Eva Maria Himmelbauer. Danke schön, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte es zu Beginn auch wiederholen. Wir sind Gott sei Dank sehr gut durch diese Pandemie gekommen. Und das verdanken wir sehr vielen Menschen in Österreich, allen voran, wenn wir über die Schule sprechen, den Lehrerinnen und Lehrern, den Eltern, den Schülerinnen und Schülern. Auch ein Dankeschön ans Bundesministerium, an dich als Bundesminister, an unsere Länder, an unsere Gemeinden. Sie alle haben die Herausforderung gestemmt und dazu beigetragen, dass wir in der Schule gut durch dieses Pandemiejahr gekommen sind. Danke. Bei allen notwendigen Maßnahmen, insbesondere auch den Lockdowns, war es unserem Bundesminister immer auch wichtig, relativ rasch wieder in einen Präsenzunterricht zu kommen und das möglichst sicher. Wir haben in Österreich mit unserer Teststrategie gewährleisten können, dass wir sichere Schule stattfinden lassen können und haben damit auch als Vorbild für viele europäische Länder fungiert. Bis jetzt wurden über 13.000 positive Fälle erkannt. Die Testungen an den Schulen hat sichergestellt, dass Infektionen erkannt worden sind, Infektionsketten unterbrochen werden konnten und dass die Öffnung beibehalten werden kann. Das ist eine Leistung. Und wer dabei nicht wollte, dass sein Kind getestet werden würde, und da komme ich zu den FPÖ-Anträgen, musste das auch nicht tun. Für diese Schülerinnen und Schüler gab es weiterhin Distance Learning, ja, und sie konnten dem Unterricht auch folgen. Es gab die Möglichkeit, dem Unterricht zu folgen, und gleichermaßen wurde auch geregelt, wie es zu einer sinnvollen Benotung am Ende des Schuljahres kommt, damit kein Kind zurückgelassen werden musste, dass jedes Kind partizipieren konnte am Unterricht. Und das haben wir auch dank der Unterstützung sehr vieler auch bewerkstelligen können. Klar ist es aber auch, dass es einen Aufholbedarf gibt, da und da dort jene Schülerinnen, die nun nach einem Jahr Pandemie Unterstützung brauchen beim Aufholen vom Lehrstoff, bieten wir auch ein Förderpaket. Mit 200 Millionen Euro, die bis Februar 2022 eingetaktet sind, sollen zusätzliche Lehrkräfte, Förderstunden für Gruppen, aber auch für Einzelschülerinnen und Schüler, für Sommerschulen, für Gruppenteilungen in gewissen Fächern und viel mehr, je nachdem, was am Schulstandort wichtig und möglich ist und sinnvoll ist, auch hier Abhilfe geschaffen werden. Auch dementsprechend können wir dem Antrag der FPÖ nicht näher treten, weil wir schon tätig sind und hier auch schon vieles auf den Weg gebracht haben. Ich wollte noch sehr vieles zur Modernisierung der Lehrpläne sagen, weil ich glaube, das ist wirklich auch ein zukunftsgerichteter Schritt, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Technologisierung, Änderung der Arbeitswelt, Ökologisierung, ganz relevant, und ich freue mich auf, was da noch kommen wird. Wir legen hier den Grundstein. Aber ich darf damit enden, dass ich auch mit sehr viel Zuversicht in das kommende Schuljahr gehe. Ich darf jetzt da schon allen schöne Sommerferien wünschen und starten wir dann im Herbst wieder mit vollem Elan durch. Dankeschön.